Bitte. Freundinnen und Freunde, wir haben Stefan Weidner von den Onkels hier in unserem kleinen, aber feinen Interviewraum. Stefan, vielen Dank für deine Zeit. Ja, die zweite Auflage von Matapalos läuft irgendwie im vollen Gange. Du warst im Vorfeld sehr, sehr viel und sehr eng auch in der Konzeption mit involviert. Es ist ein Stück weit auch dein Baby. Wenn du jetzt mal einen Blick auf Leipzig wirfst, wie zufrieden bist du mit dem Ergebnis? Also grundsätzlich bin ich erstmal sehr zufrieden, vor allen Dingen mit der Entscheidung, das hier zu machen. Ja, das ist natürlich auch hier bei einem jungfräulichen Gelände. Das wird hier sozusagen zum ersten Mal für ein Rockfestival irgendwie bespielt und dementsprechend kann natürlich nicht alles hundertprozentig rundlaufen. Also es gibt schon ein, zwei Dinge, die mir jetzt aufgefallen sind, die es auf jeden Fall zu verbessern gilt, aber die tun letztendlich der Entscheidung, hier das machen zu wollen, Matapalos hier in Leipzig machen zu wollen, ja, kein Abbruch. Also die Entscheidung ist auf jeden Fall voll richtig. Wir haben es ja auch im Vorfeld schon oft genug besprochen, also einfach mal die Wege, die Anbindung an die Stadt. Die Wege sind kurz, es gibt Camping-Situationen, die vielleicht noch nicht ganz optimal sind, da gilt es auf jeden Fall nochmal nachzulegen. Aber grundsätzlich erstmal sind wir froh, dass wir hier sind und ja, etwas besseres Wetter hätten wir uns gerne gewünscht, ja. Aber gut, man kann nicht alles haben, man macht das Beste draus. Jetzt haben gestern das mexikanische Quartett Los Tios dieses Festival eröffnet. Hast du davon was gehört und wenn ja, so wie waren deine Eindrücke von deren Auftritt? Ja, ich glaube, das ist das letzte Mal, dass wir die hier spielen lassen. Die waren mir ein bisschen zu selbstbewusst und haben auch ein bisschen zu arg aufgedreht irgendwie. Ne? Also da haben wir es abends schwer gehabt, dagegen anzustinken, das muss man selbst sagen. Du kommst gerade frisch von der Bühne und hast dir mal Rose Tattoo angesehen. Im Vergleich zum Vorjahr sind das ja nochmal ganz starke, sagen wir mal, Onkels fokussiertere Bands. Ihr habt die sehr, sehr stark auch aus einem persönlichen Wunsch hier eingeladen. Wie seid ihr da vorgegangen und hattest du die Möglichkeit auch schon weitere Bands zu sehen, zu sprechen im Vorfeld oder sieht man sich eigentlich nicht? Doch, man sieht sich. Gestern hatte ich lange mit D&D da gesessen und Kaffee getrunken und erzählt über die guten alten Zeiten nochmal Revue passieren lassen. Den Chuck von Bistro Blanco habe ich leider verpasst, die waren schon unterwegs, als ich hier angekommen bin und ja, vorhin mit Phil Campbell gesprochen, mit Micha von den Extremo sowieso, beziehungsweise der ganzen Band unterhält man sich die ganze Zeit. Arch Enemy Mega, das habe ich leider auch verpasst gestern, weil ich musste mich noch vorbereiten bei diesem 50 Songs umfassenden Set, muss ich als ja, betagter Mann halt dann doch mich nochmal vorhinsetzen und die Sachen nochmal im Kopf durchgehen irgendwie, das dauert dann eben halt auch ein bisschen. Und ja, mit Propane, klar, mit Gary Maskell habe ich gestern auch noch, also ja, man sieht sich und hält sich, es ist total schön, einfach die ganzen Jungs zu treffen, weil wir haben tatsächlich diesmal ganz viele Freunde am Start. Ja? Ich weiß nicht, wie das Publikum bewertet, wir hatten vielleicht beim letzten Matapalos auf dem Hockenheimring namentlich ja, noch die größeren Bands irgendwie dabei, würde ich mal sagen. Aber hier ist es jetzt so, dass einfach ja, Bands, die uns nahestehen, die, mit denen wir schon viel gemacht haben, also mit Motorhead, also Phil Campbell ist ein guter Bekannter, Angry sowieso, also ich meine, eine Band, die uns echt auch dolle beeinflusst hat und D&D, eine von meinen All-Time-Faves, ja, also kenne ich viele Bands, die besser live sind als D&D, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, also dementsprechend bin ich natürlich erstmal voll happy mit dem Line-Up. Ja, Metallica würde ich mir noch wünschen fürs nächste Jahr. Ja? Und dann haben wir. Dann, dann wäre zumindest mal eine Stufe erreicht, die ich mir wünschen würde. Ja. Nochmal kurz zurück auf den Auftritt von gestern. Du hast gerade schon angesprochen, wie mehr als 50 Songs. Ihr wart irgendwie Mittwoch noch in der Schweiz, seid dann rübergeflogen, Soundcheck, im Barrio Soundcheck. Ihr habt einen Mega-Pensum runtergefahren. Warst du zufrieden mit eurer Performance gestern und insbesondere so mit der Songauswahl? Wie hat sich das angefühlt? Ihr habt ein paar Perlen drin gehabt, die ihr noch nie live gespielt habt. Wie war das für dich? Ja, es ist so gefühlt ein zweischneidiges Schwert gewesen. Also auf der einen Seite will man den Leuten natürlich auch immer ein bisschen was Neues bieten. Das geht natürlich so ein bisschen auf die Hitdichte. Ja? Ich weiß nicht, ob das ein Grund dafür war, dass ich meinte, die Stimmung gestern ja nicht so überragend gesehen zu haben. Man hat gemerkt, die Leute wollen auch. Ich muss auch ganz ehrlich auch eingestehen, ich kam gestern nicht so richtig ins Konzert rein, woran immer das auch lag. Ob es an den Temperaturen lag oder was auch immer dafür verantwortlich, kann ich nicht sagen. Ich kann nur versprechen, dass es auf jeden Fall
heute dann besser machen möchte, egal wie die Temperaturen sind, ja, und mich nicht mehr irgendwie von irgendwelchen Äußerlichkeiten irgendwie oder Umständen beeinflussen lassen. Dementsprechend nehmen wir uns für heute viel vor. Und ich will damit nicht sagen, dass es gestern kein gutes Konzert gewesen ist. Ich glaube, wir haben ordentlich performt. Es gab wie immer bei den Onkelz-Konzerten die zwei, drei Klassiker, die Fehler, die wir da irgendwie mit einbauen, ungewollterweise und immer wieder an schönen Stellen. Gestern Kevin bei So sind wir mal einen Texthänger gehabt. Das ist, glaube ich, auch noch nie passiert. Ja, ein Stück, was man eigentlich im Schlaf irgendwie spielen kann. Also, da bleibt uns unsere Fehlerquote treu. Also die haben wir immer, zwei, drei Treffer, so landen wir bei jedem Konzert. Und ja, und wie gesagt, ich denke, wir haben versucht, ein paar neue Songs einzubauen, mal auch Songs unterschiedlich zu platzieren. Ne? Kurioserweise ist es halt schon so, dass man denkt, dass die Leute dann auch darauf anders reagieren. Ne? Also wer uns vorwirft, immer die gleichen Songs zu spielen oder so, ist auch immer in der gleichen Reihenfolge, der vergisst vielleicht, dass man tatsächlich, wenn man das ganze Ding bunt mischt und noch ein bisschen durchzieht mit ein paar weniger gespielten Songs, vielleicht auch ein bisschen auf die Stimmung drückt. Absolut, also du hast mir gerade schon die Steilvorlage gegeben. Was erwartet denn die Leute heute Abend? Du hast gesagt, ihr wollt nochmal eine Schippe drauflegen, auch vom Set her, das sind völlig andere Songs. Was gibt's da nochmal auf die Ohren? Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass heute ein bisschen mehr Party abgehen wird. Ja, also wenn ich mir die Setliste angucke, ist, glaube ich, heute noch mal ein bisschen mehr Stimmung drin. Klar, Mexiko kommt heute wieder rein. War gestern mal ein Abend ohne Mexiko, das gab es auch schon lange. Ich fand es nicht so schlecht. War mal was anderes, auf jeden Fall. Und Könige für einen Tag wurde ja an der Stelle von Mexiko ganz gut angenommen gestern Abend. Das ging noch mal richtig zur Sache so zum Schluss. Ja, also ich, wie gesagt, ich denke, heute wird zumindest für mich, das weiß ich jetzt schon, der bessere Tag. Und ja, und wir versuchen den Leuten richtig einzuheizen, dass sie halt eben nicht so von den Temperaturen irgendwie eingenommen werden. Und müssen halt alle ein bisschen näher zusammenrücken und alle ein bisschen mehr singen, ein bisschen mehr klatschen und ein bisschen mehr tanzen. Und dann geht es auch. Vorletzte Frage. Bezieht sich so ein bisschen auf, was kommt nach Matapalos? Wenn wir mal einen Blick werfen, was sind so die nächsten Schritte? Was habt ihr vor? Jetzt kommen noch die Stadionshows, ne? Aber dann ist sozusagen das Jahr auch schon wieder rum. Was plant ihr da? Naja gut, ich glaube, Gonzo arbeitet an seinem Soloprojekt. Ich werde mich jetzt wahrscheinlich auch dann nochmal zwischendurch hinsetzen und da ein bisschen dran arbeiten, bevor wir dann halt im nächsten Jahr dann eine neue Onkelz irgendwie in Angriff nehmen. Ne? Und was dann konzertseitig irgendwie läuft, weiß ich noch gar nicht. Also Matapalos wäre ein Wunsch von mir, es weiterzuführen, weil ich glaube, hier steckt einfach ein wahnsinniges Potenzial, auch wenn wir das vielleicht jetzt an allen Stellen noch nicht abrufen können. Aber wir sind hier voll in der Lernphase, das ist klar. Wir werden uns die Kritik, wenn sie es denn gibt, und ich meine, bin mir da sicher, dass es welche geben kann, die werden wir uns zu Herzen nehmen und gucken, was wir verbessern können, an welchen Stellen wir uns verbessern können. Und ansonsten bleibt es arbeitsreich. Also die zwei Stadionshows spielen sich auch nicht umsonst, nicht alleine. Und da ist Vorbereitung drin, da muss Lichtdesign werden, da muss geprobt werden und so weiter und so fort. Da haben wir uns natürlich auch viel vorgenommen, ist ja klar. Meine Frankfurt ist für uns echt nochmal ein spezieller Event, ja, in unserer Stadt sozusagen, in meinem Stadion spielen zu dürfen. Das ist natürlich schon nochmal, das wird sehr emotional, das weiß ich jetzt schon. Das glaube ich auch. Und klar, und Schalke oder Veltins Arena stinkt dagegen auch nicht ab irgendwie, das wird auch nochmal richtig schön. Und dann, wie gesagt, würde ich mir wünschen für mich, dass mich weiter die Muse küsst und ich an einem DRW-Album arbeiten kann. Und ja, das würde ich gerne dieses Jahr noch abschließen. Du hast vorhin angesprochen, oder hast so ein bisschen den Vorausblick gegeben, heute wird es nochmal so eine ordentliche Leistungssteigerung geben, auch von dir selbst. Leistungssteigerung ist ein guter Punkt. Da kommen wir nämlich zum Länderspiel um 20 Uhr heute, Deutschland gegen Schweden. Zum einen wirst du irgendwie die Leute auf dem Laufenden halten und zum anderen, was ist dein Tipp? Das wäre sozusagen jetzt mein Rausschmeißer. Boah, ich weiß ja, dass wenn ich scheiße tippe, dann passiert auch meistens scheiße. Deswegen tippe ich jetzt einfach mal ein 3-0, ja, weil ich einfach will, dass sie 3-0 gewinnen. Und ich habe keinen Bock, dass sie so abkacken und befürchte aber so insgeheim, es könnte so ein beschissenes Unentschieden werden. Und, das wenig bei Mexiko führt, glaube ich, parallel. Ja, ich habe es nur bis zum 1-0 eben gucken können, bevor dann Rose 2 eben gerade anfing zu spielen. Aber ja, es ist alles möglich sozusagen. Also ich hoffe auf einen Befreiungsschlag, ganz klar, und weiß auch, wenn ich positiv denke, dass meistens die Sachen auch positiv ausgehen. Dann. Du hältst die Leute auf dem Laufenden? Ja, ich halte die Leute auf dem Laufenden, natürlich, ist ja klar. Wir gucken die erste Halbzeit und dann trällern wir uns noch ein bisschen warm und dann sind wir sozusagen die Fußballreporter hier, klar.